Dann schreiben wir den 29. Ingrim 1030 nach Bosbarans Fall und ihr erwacht in der Alanfaner Rabengasse in Mendena wieder und fühlt euch erholt, mit Ausnahme von Zulamin, die immer noch ein schlechtes Gewissen hat, Schuld, die an ihr nagt und vielleicht auch so ein bisschen rachsüchtige Gefühle, die du versuchst niederzuringen. Ja, Zulamin erhebt sich steifbeinig von den Knien und ja, öffnet mein Fenster und atmet die Morgenluft ein und ja, sieht sich den Sonnenaufgang an, der ja ihrer Göttin heilig ist, und wartet dann geduldig darauf, dass Isarun aufsteht. Isarun hat sich schon sehr früh wecken lassen, mit den ersten ja, Strahlen der Preiausscheibe, und legt dann bedächtig ihr Entschwörungsgewand an, das Weiße, nimmt ihr Bannschwert, sammelt ihre Antidonarien zusammen und begibt sich dann zum Zimmer von Zulamin bzw. Shirisef. Sie Guten klopft Morgen. An. Guten Morgen. Nein. Gerne, gerne. Habt ihr schlafen können? Ich habe es nicht versucht. Aber das ist schon in Ordnung. Ich hoffe, ihr habt euch gut erholt. Ja, es hat wirklich sehr gut getan. Mir kommt es vor, als wären gestern 3 Tage vergangen. So viel haben wir erlebt. Ja. Gut. Ich habe mir ein Gebet überlegt. Vielleicht, wenn ihr erst euren Kreis zieht und dann spreche ich das Gebet und dann ihr euren Zauber? Genau, wenn ihr euch hier mal hinkniet, ich glaube so in die Mitte des Zimmers wäre am besten, und dann beginne ich mit der Zeichnung. All dieser Aufriss, nur um mich loszuwerden. Nur. Ich bin geschmeichelt von so viel Aufmerksamkeit. Immerhin könntest du mein Champion sein. Ich diene bereits einer viel größeren Herrin. Ich würde das als Rückschritt betrachten. Ah ja, mit ihrer Moral. Die Fesseln, die sie euch umlegt. Als ob das Lust machen könnte. Wenn man so beschränkt im Kopf ist. Fesseln, die wir freiwillig auf uns nehmen. Ich gebe dir Macht, sie zu zerreißen. Dies ist nicht mein Wunsch. Sie gibt mir Macht über andere. Glaubst, mächtiger als sie muss ich nicht sein. Glaubst du wirklich, dass du mich damit los bist? Das ist nur ein Pakt auf Zeit, den du da eingehst, Isarun. Oh, würdest du dich so sehr bemühen, uns davon abzuhalten, wenn es nutzlos wäre? Was glaubst du eigentlich, mit wem du redest? Wie du mit mir redest. Ich bin niemand. Aber meine Herrin ist dir an Macht weit überlegen. Du bist die Auserwählte. Du könntest meine Auserwählte sein. Jetzt, wo Demiona tot ist. Das könnte ich. Aber ist das mein Wunsch? Ich werde dich in meinem Kopf wiederfinden. Sei dir dessen gewiss. Das ist nicht das letzte Wort, was wir miteinander reden. Das weiß ich. Du wirst mir erneut ein Angebot unterbreiten. Und ich werde erneut ablehnen. Ich hoffe, du weißt, was passiert, wenn dieses Ritual fehlschlägt. Wenn es fehlschlägt, so wird meine Herrin mich vor möglichen Folgen bewahren. Ich werde dich in die Niederhöllen reißen. Als ob du das könntest. Eine Stille legt sich in deinen Geist und du glaubst, dass du kurzzeitig allein bist. So, die Zeit. Wirft einen wachsamen Blick durch den Raum, so als wäre es plötzlich ein Gespräch verstummt, überraschend, aber nickt dann Isarun entschlossen zu.
Ihr habt richtig gesehen. Der letzte Strich wurde gerade vollbracht. Nun, die Donarien sind dort drüben. Ich werde sie hier ausbreiten. Wir werden uns nun gemeinsam hier hinknien. Und wenn ihr ein Gebet zu sprechen habt, so bitte ich euch, das nun zu tun, bevor ich den Exorzismus spreche. Danke. Sulamin faltet die Hände, schließt die Augen. Raja, geliebte Herrin, keine kennt die Schliche deiner Widersacherin wie du. Keine weiß besser um ihre Grausamkeit und Hinterlist. Lasse Isarun teilhaben an deiner Weisheit und führe ihre Hand, wenn sie die Worte spricht. Ich salbe unsere Hände mit geheiligtem Rosenöl. In einer Schale aus Rosenholz bringen wir dir Granat, Rosenquarz und Amethyst dar. Wein, Blütenblätter und Granatapfel, Schmuckstücke und Parfüm, auf das du unser Gast bist. Befreie mich von den Einflüsterungen deiner Widersacherin, auf das keine andere Stimme mehr in meinen Gedanken erklinge als die deine. Es sei. Währenddessen hebt Isarun das Bandschwert über ihren Kopf und berührt mit den Fingerspitzen ihrer freien linken Hand die Brust von Sulamin. Dann konzentriert sie sich auf den Kantus, den sie nun sprechen wird, und spricht mit fester Stimme. Animi invocati exilio afficantur. Du wiederholst und wiederholst und wiederholst die pentagrammatischen Formeln, um den siebsphärischen Riss zu schließen, der aus der Schwerthand von Sulamin ausgeht. Und auch so ein Schleier, ein Riss, der sich um ihren Kopf herum befunden hat. Und kannst dann nach und nach mit den pentagrammatischen Siegeln diesen Riss in die Siebsphäre zu streichen, kleben. Du kannst den Schmierstoff der Matrix benutzen, um es abzudichten und ihn vorzeitig zurückzudrängen, bevor er weiter aufreißt. Wie ein Seidenkleid. Währenddessen lösen sich die Antidonarien langsam auf und Isarun sieht in ihrer magischen Wahrnehmung, wie sich die aufgelösten Stoffe als eine Art Nadel und Faden über den Riss legen und ihn verstopfen. Du kannst noch ein kränkliches Wiehern hören von einem ungesunden Pferd. Es riecht gleichzeitig nach Krankheit und Medizin und dann geht ein Grummeln durch euren Magen, ein durchdringendes Brummen, was sich in einer Art kakophonischen Gesang dann leiser und leiser wird. Der Gesang verklingt. Und dann ist alles ruhig. Die Siegel im Pentagramm sind ausgebrannt. Nur noch ein Kreis, in dem Sulamin sitzt. Sulamin streckt die Finger der verletzten Hand und ballt die Hand einmal zur Faust, um ihre Funktionalität zu testen. Und schickt ihre Sinne aus und sucht, ob da noch irgendwas ist. Aber da ist nichts mehr. Und dann schlägt sie wieder die Augen auf und lächelt Isarun an. Sie wird wiederkommen, aber nicht heute. Sehr gut. Dann hat es funktioniert. Es war etwas um euren Kopf herum. Und ich bin froh, dass wir so schnell eingeschritten sind, denn ich denke, es hätte sich weiter durch euren Körper gefressen. Ich bin euch sehr dankbar. Und ich glaube auch, es war gut, dass ihr noch geschlafen habt. Denn bei so etwas kann die kleinste Konzentrationsschwäche fatal sein. Das ist leider richtig. Ich bin froh, dass es noch rechtzeitig war. Wie fühlt ihr euch? Möchtet ihr euch hinlegen? Ich denke, ich möchte eine Kleinigkeit essen.
Aber zuerst möchte ich euch noch einmal danken. Und Zulamin drückt Isarun sanft an sich. Vielen Dank. Dafür braucht ihr mir nicht danken. Das ist unser beider Aufgabe. Die Welt vor solchen Kreaturen zu bewahren. Ihr tut das eure, ich tue das meine. Und sie erwidert die Umarmung. Und ihr habt sichergestellt, dass ich mein Werk in den nächsten Tagen bei Sinnen tun kann und nicht mit einer Stimme im Kopf, die ständig zweifelhafte Kommentare dazu abgibt. Hätte uns im Goldenen Haus wirklich zum Verhängnis werden können. Das stimmt wohl. Aber so können wir nun das Werk der Götter ausführen, so wie sie es vorherbestimmt haben für uns. Als ihr zurück in die Küche kommt, in den Küchenbereich, könnt ihr sehen, wie hier wohl Rafim, Yalan, Boltax und auch Ugdan sitzen, stehen. Ugdan kratzt sich gerade am Po, trinkt ein Bier. Und Rafim wird wohl gerade geschminkt. Die Augen, großer weißer Kreis, der das alles so ein bisschen mystisch betont, ein bisschen Glitzer, was aufgetragen ist. Also wenn du nicht stillhältst, wird die Linie krumm. Oh, er braucht noch mehr Glitzer. Da. Nicht mehr glitzern, er glitzert genug. Ja, Signorina, one is not just. Flamin tritt schwungvoll herein. Ist fast ein bisschen überdreht, offensichtlich erleichtert. So, und was war das jetzt mit Rafim und seinem Zweikampf? Der kommt endlich, um mich zu erlösen. Da nimmt mein Schwert und rammt es mir in den Kopf. Ich kann ihn nicht mehr tragen. Versuch's erst gar nicht, ihr könnt es sowieso nicht heben. Die Signorin hat nicht geschlafen. Sie war die ganze Zeit wach. Ishin, gib doch mal etwas von dem Punipan herüber. Das ist fast weg. Aber ein bisschen habe ich aufgehoben. Wenigstens denn noch so ein Hefeküchlein. Unsere Freundin hat schrecklichen Hunger. Davon sind noch ganz viele da. Oh, wollt ihr etwas Kamel? Ich habe noch Kamel auf den Bären. Die Spielfigur oder echtes? Die Frage habe ich mir auch gerade gestellt. Wollt ihr die Antwort wirklich wissen? Nein. Ja, sind wir jetzt... Wieso? Nein, weil eigentlich... die Linie schon wieder krumm ist, weil du dich schon wieder bewegt hast. Halt still! Wir haben komische Gebräuche hier in der Arena, oder? Gewöhnlich reicht es einfach, jemanden umzubringen. So wie ich das verstehe, sind das keine echten Zweikämpfe. Und umgebracht werden soll am Ende auch niemand. Esos luchadores se dieron con todo. Wir nicht sprechen, Brabaki. Ja, die Kämpfer geben hier alles, Alles. Er deutet dabei mit seinen Fingern Gesten an. El público está que arde. Das Publikum brennt, Sie wollen, spektakulär. Rafim sieht aus wie ein Schauspieler. Und so wie man mir das erklärt hat, sind diese Kämpfer wohl eher Schauspieler. Signorina. Ich nehme an, sie bekommen nicht genug gute, um echte Kämpfe zu veranstalten. Die alemannischen Arena sind weit weg und Schiffstransport ist teuer. Xeran leistet sich so etwas nicht. Deswegen erstes Blut und lange Kämpfe, weil wenige Leute und viel, viel spektakulär. So, jetzt ist er fertig. Seht es euch mal an. Ja, und auf Rafims Rücken sieht man dann, wie der... Ich glaube, irgendwie schwarz auf weiß sehr einfach, dass das Pavia-Stadtsiegel drauf gepinselt ist. Que brutal. Oh, das... Aber mit Glitzer. Ja, was ist das denn? Ein Trollmops? Bitte was? Na, so ein hässlicher Hund. Och. Also, Yalan, ich fand... Der ist dir eigentlich ganz gut gelungen. Hör nicht auf Isarun. Hässlich ist der nicht. Will man ihn sich verkleiden, Das ist nicht schlecht. Ich muss euch doch sehr bitten. Ich meine, normalerweise male ich ja keine Leute an, aber das werde ich gerade noch hinkriegen. Früher haben wir auch immer unsere Schilde bepinselt. Genau auf dieselbe Art und Weise. Er sieht aus wie ein Rodeo-Clown, ja? Wie aus Weiden, Nun, man malt halt, was man kann. Ahora sí, es el cargo, el payaso.
Ich weiß nicht, ob die Leute in Weiden glitzernde Waden haben. Du hast mir überall Glitzer dran gemischt. Die Pinsel, die Farben, die... Was auch, ich glaube, das da drüben ist Mehl. Warum glitzert unser Mehl, Boltax? Ja, so ist das mit Glitzer. Wenn man ihn einmal freigesetzt hat, ist er überall. Ja, jetzt darf er aber nicht überhaupt so viel her? Schwitzen, sonst rinnt das Signorina, noch in die Poren. Ihr müsst ins Bett, eh? Ihr seht müde aus. Gute Nacht. Haben wir da noch Zeit? Die Kämpfe beginnen in einer Stunde. Nun, ihr müsst ja nicht mitkommen. Oh weh, ich glaube, mein Bart glitzert auch. Herr Signorina, wenn ihr mitkommen mögt, ich habe etwas Aufputschmittel. Oh ja, ich habe auch noch was auf dem Bären, was willst du? Ich denke, ich verlasse mich auf meine Selbstbeherrschung. Ich esse noch dieses Küchlein und dann lege ich mich eine Stunde hin. Eine Stunde ist besser als gar nichts. Signorina, das ist nicht gut für eure Augenringe, hä? Nachher hat Raphim Augenringe, ihr nicht. Ich lege mich nach den Kämpfen hin. Wo wir im Rücken gerade alle hier sind, braucht jemand zwei Karten für die wilde Jagd? Übermorgen? Was soll das denn sein? Ein Schauspiel. Hätte ja sein können. Jetzt nicht unbedingt. Hätte ja sein können. Sagt einmal, fliegen diese Viecher immer noch um mich herum? Ja, sie sind weniger geworden. Das ist immer noch zu auffällig. Ich werde wohl hierbleiben müssen. Ja, also Isarun, ich bin ein 2,5 Meter großer Mann, der angemalt ist mit Glitzer. Ja, glaubt ihr wirklich, dass ihr auffallt, wenn ich daneben stehe? Nun, glaubt ihr denn, dass irgendjemand nach Leuten sucht, die kürzlich durch den, ihr wisst schon, Limos gereist sind? Möglich. Also, ja, aber dann verpasst ihr alles, Isarun. Ihr habt mich noch nie in der Arena kämpfen sehen. Naja, das ist richtig. Ja, das wollt ihr doch nicht verpassen. Nee, Isarun, wenn ihr hier bleibt, dann würde ich mich auch ausschlafen. Aber wenn ihr mitgehen wollt, dann weckt mich in einer Stunde, ja? Na gut. Wie sieht es denn draußen aus? Gibt es eigentlich noch einen anderen Weg etwas mehr herum? Weil... Naja, also am Barbaradial möchte ich so nicht unbedingt vorbeigehen. Das könnte schon etwas auffällig sein. Also wir haben jetzt nicht die Zeit, um noch durch die ganze Speicherstadt zu wandern. Gut, dann werde ich hierbleiben. Ihr könnt ja alleine dort außen herumgehen und oder mit Zudamin zusammen und könnt uns dann auf den Rängen zu uns aufschließen, so herum. Dann geht ihr am besten jetzt los. Wenn ihr durch die Gassen schlendern wollt, dann geht jetzt los und dann sind wir rechtzeitig da. Denn die Arena Aquatica wird voll sein. Sieh? Wir versuchen euch den Platz frei zu halten. Geht jetzt los, hopp. Gut. Wir sind ja draußen, ne? Ja. Richtig, außerdem haben wir Masken. So, Boltax, meinst du, wir können Raphim noch eine Nase in den Ring stechen, so wie einem Bullen? Ach, Raphim. Oh, jetzt nicht mehr, das blutet mir auf die ganze Malerei. Willst du einen Nasenring? Also, ich sag euch was. Ich nehme euch drei jetzt mit und das ist für euch im Hafen. Was haltet ihr davon? Nochmal. Ich nehme deinen Kopf und drücke ihn so lange ins Unwasser, bis du dich nicht mehr bewegst. Gut, fokussier dich auf diesen Gedanken. Den brauchst du in der Arena. Ja. Also gut. Ich schlage ihm dann irgendwie vorsichtig einen weiten Umhang über und versuche dabei die Farbe nicht zu verwischen. Eine Stunde später könnt ihr allesamt in der Arena Aquatica eure Tribünenplätze eingenommen haben, wenn ihr denn in der Zuschauertribüne sein mögt, beispielsweise Isarun oder Zulamin. Und die anderen können dann als Heißmacher den Champion mit besiegen, mit durch die Gänge begleiten. Es gibt hier, wie gesagt, eine ganze Menge an unterirdischen Zuläufen, die dann eben nicht nur für Wasser sind, sondern eben auch für die zahlreichen Gladiatoren, für die Monstren, die dann durch die Zellen und Gänge geführt werden. Und ja, ihr könnt tatsächlich sehen, wie auch ein Großteil der Stadt sich dann auch hier versammelt hat, denn es gab seit langem keine aufregenden Kämpfe mehr, keine neuen Gladiatoren. Und die Aussicht auf neue Kämpfe während dieser angespannten Kriegszeit ruft dann tatsächlich auch eine ganze Menge der Menderaner hierher.
Die Wettbüros sind voll, sodass es hier wenig Möglichkeiten mehr gibt, zumindest mit wenig Zeit, sich dann hier noch die ein oder anderen Karten dann zu ergaunern oder Wetten abzuschließen. Es sind zwar eine ganze Menge dabei, aber alles ist irgendwie voll. Auch, wie gesagt, die ganzen Saftstände, es gibt Garküchen, die dann hier angebracht sind mit verschiedenstem Fleisch und jeder möchte ein Stück vom Kuchen abhaben. Ich reibe Raffin noch irgendwie die Schultern durch mit diesem Mantel. So, pass auf. Das ist ganz einfach. Du spielst eine Weile mit den ersten Mannen und dann haust du die einfach um, ja? Musst du dich an denen nicht zu lange aufhalten. Du sollst das Publikum einfach nur ein bisschen heiß machen. Die sollen sich richtig auf dich freuen, dich im dritten Kampf gegen den Massacario zu sehen. Genau. Ja. Also, lass die also ausgefallenen Sachen noch in der Hinterhand. Die wirst du noch brauchen. Beiß den einfach ein bisschen von deinem Glitzer in die Augen und das macht dann schon was her. Irgendwann werdet ihr hierfür bezahlen, richtig? Und versuchen, niemanden umzubringen. Das wäre ganz gut. Ja. Afim, du siehst top aus. Mach dir keine Sorgen. Gut, jetzt geht er raus und frisst sie. Ich sehe immer gut aus. Ja. Ja, wie heißt ich überhaupt? Du bist der blutige Schlechter von Pavi. Ja, scheißegal, wir machen jetzt. Ja, und damit willkommen zu einem kleinen Voice-Over. Kennt ihr ja bereits von mir und ist in letzter Zeit schon einmal vorgekommen. Wir springen jetzt diesen Kampf einmal drüber. Nicht, weil er langweilig war, sondern weil er nicht kanonisch war. Rafim hat zwar gewonnen, das ist in die Kanonik eingegangen, das werden wir so beibehalten, aber wir haben uns nach einer kleinen Pause, beziehungsweise wir hatten dann eine kleine Pause davor, hatte ich den Jungs und Mädels schon einmal angekündigt, dass, ja wie gesagt, es wurden nur bis zum ersten Blut gekämpft. Es wird ein bisschen klamaukig, das liegt vor allem daran, wie die Mendenaraner Arena aufgebaut ist, es darf nicht bis aufs dritte Blut gekämpft werden und wir haben das so ein bisschen als Wrestling-Show abgearbeitet, sag ich einfach mal. Inklusive Moderation, die dann unglaublich lustig war. Boltax und Jalan haben dann da die Moderation übernommen. Das macht aber keinen Sinn, dass jetzt Jalan Goldhand als entweder Prios-Geweihter oder aber als Baktira von Tasvaralil das Ganze kommentiert, beziehungsweise Boltax als zwergischer Geode. Das war also sehr out of character und aufgrund dieses out of character Verhaltens geht dieser Kampf nicht in die Kanonik ein. Alles, was wir beibehalten, ist, dass Rafim alle drei Kämpfe gewonnen hat. Weil es aber so sehr lustig war, möchte ich euch das nicht vorenthalten und das Ganze wird dann eben als Special wird das noch einmal ungeschnitten veröffentlicht. Rafim hatte da ein paar Leckprobleme, ihr hattet das auch eben schon gehört. Das soll euch an der Stelle hoffentlich nicht stören. Wir konnten ihn verstehen. Es ist der Immersion leider ein bisschen abträglich, aber ich konnte es da eben dann auch nicht beeinflussen, nicht ändern. Also springt da einfach ein bisschen drüber. Freut euch einfach über die lustigen Kommentare von Jalan und von Boltax. Und genießt die Show. Wie gesagt, es geht dann nach dem Kampf weiter. Jalan hat noch zwischen den Pausen mit den einzelnen Gräulmen bzw. mit den Wettmachern dann geredet und dann eigene Wetten verglichen. Man hat die Wettscheine abgekauft für eine Kiste von Diamanten, sodass diese dann jetzt weg ist. Und ja, Jalan hatte den Schuldschein dabei, denjenigen Schuldschein von dem Hauptmann der Schwerter Borberats. All das ist wichtig, um die nächsten Szenen zu verstehen, aber ich glaube, also guckt es euch gerne an. Ich habe es an dieser Stelle nur ausgelagert oder eben mit einem Voice-Over versehen, weil es nicht kanonisch ist. Gegen Ende des dritten Kampfes hat Jalan dann, um die Gräume, um die Wettmacher aufzubringen, noch in den Kampf eingegriffen und ist dann als dritter Teilnehmer hat dann Rafim angegriffen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass nicht nur die Mendaraner aufgebracht worden sind, sondern eben auch die Stadtgarde. Und das führte dann dazu, dass Jalan nicht mehr gut gelitten war in dieser Stadt. Ja, seht es euch an, wie es weitergeht. Wie gesagt, er hat die Mendaraner aufgebracht, von den Tribünen runtergeholt, nachdem er Rafim angegriffen hat. Und zwar nicht den anderen Kämpfer, gegen den Rafim gekämpft hatte. El Mercenario.
Ja, viel Spaß, wir machen weiter. Oberst, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Auf Ruhe in der Stadt. Männer, ja. Nehmt ihn fest. Ich muss doch sehr bitten, es wäre doch sehr schade, wenn morgen jemand käme, um eure Schuldscheine einzutreiben. Männer, nehmt ihn fest. 10 Schwerter werden gezogen und auf dich gehalten. Ich muss doch sehr bitten, Herr Oberst. Ich bin mir sicher, wir können hier zu einem gütlichen Ergebnis kommen. Auf die Knie. Wollen wir es nicht erst einmal setzen und verhandeln? Auf die Knie. Ich spiele mit. Du wirst festgenommen und abgeführt. Das können Zulamin und Iserun natürlich mitbekommen. Abelmir hat noch alle Hände voll zu tun, andere Leute abzuwehren. Boltax kommentiert das Ganze noch und kann dann irgendwann sein Lautsprecher-Artefakt weglegen, sodass ihr euch dann allesamt wieder irgendwo treffen könnt. Nur Jalan fehlt. Kann ich das Lautsprecher-Artefakt in einem unbeobachteten Moment einfach mitnehmen? Möchtest du es oder klauen? Funktioniert das nur hier? Nee, natürlich, ist es, also es lädt sich wieder auf, wenn du da ASP reinsteckst, aber irgendwann wird es, ja, du kannst es erstmal reinstecken. Würdest du erstmal mitnehmen, schadet dir ja nicht. So, kein Problem, Anklage gegen Diebstahl, aber ja. Du hast es erstmal eingesteckt. Ja. Ja, Iserun und Zulamin kommen auf euch zu. Nun, wie war unser Plan nochmal gleich einmal? Ich hatte keine Ahnung von Anfang an, was euer Plan war, aber sie haben gerade Goldhand mitgenommen. Oh. Ja, ihr achtet den Plan. Dann war er wohl nicht gut gewesen. Der Siebenstedt hat mit ihm gesprochen. Ich habe keine Ahnung, was genau das Problem ist. Nun, vielleicht sollten wir bei der örtlichen Wache vorsprechen. Vielleicht kann man ihn auslösen. Hoffentlich. Und im Zweifelsfall müssten wir ihn halt befreien. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich ihn aus einer Zelle herausholen muss. Tatsächlich? Wunderbar, eine freiwillige Meldung. Ja. Doch, ich breche auch ganz gerne ein, aber wir machen das zusammen. Nun dann, wollen wir erst den friedlichen Weg probieren. Lass uns doch mal hinausgehen und vielleicht können wir noch sehen, wohin sie ihn bringen. Ja, gib mir eine Gassenwissenprobe. Ganz typisch. Von wem? Von egal wem. Wenn ihr da jetzt rausrennt und versucht, Jalan wieder aufzutreiben. Aber mir das reicht. Und du kannst nicht nur Jalan mit den Schwertern Borbarats finden, sondern eben auch die Spur Richtung der des Tores dann zum Esslamsbrücker Tor zurückverfolgen, wo Jalan dann in einen der Türme geschafft wird. Nun, scheint dort ist er. Wollen wir vorsprechen oder schlagt ihr andere Mittel und Wege vor? Ja, also vielleicht sollte nicht unbedingt ich vorsprechen, weil der fette Oberst kennt mich ja schon. Und hat meine Stimme auch schon beim Kommentieren gehört. Das wäre vielleicht nicht so gut. Stattdessen sollen wir uns alle zu erkennen geben. Ein hervorragender Plan. Nein. Aber... naja. Vielleicht Rafim. Ich versuche mal in Erfahrung zu bringen, was sie ihm überhaupt vorwerfen. Ich gehe mal zu so einer Wache hin. Entschuldigung, war das nicht der Kommentator eben beim Spiel? Keine Ahnung, ich war nicht beim Spiel. Doch. Der mit der goldenen Hand? Ja. War bestimmt ein Paktierer, warum soll der das kommentieren? Ja, aber weil er ein Paktierer ist, deswegen sperrt man ihn doch nicht ein. Nö, deswegen nicht. Müsste ich mal fragen, keine Ahnung. Obmann Alrik müsste ich mal ansprechen, der weiß das bestimmt. Oder der Oberst, der hat ihn ja mitgebracht. War hochrot. Und wenn der arbeitet, so fett wie der ist, dann muss er schon wichtig sein. Ja, also das würde mich jetzt doch interessieren. Er war so amüsant. Ja, kann ich wie gesagt nicht zu sagen. Anklage kommt dann irgendwann.
Aber ohne, er hält die Hand auf, läuft da sowieso nichts. Währenddessen wird Yalan durchsucht. Wo sind wir jetzt? Oben im Turm. Um dich herum Wachleute, 4 Stück, die dich untersuchen, Beine breit, Arme auf den Rücken gebunden und selbstverständlich wird auch der Schuldschein an deiner Stelle gefunden. Du siehst, wie sich Gero Siebenstedt den Schuldschein ansieht, ihn zunickt, ein fieses, hinterhältiges Grinsen. Er zerreißt ihn in kleine Stelle, in kleine Fetzen, die er sich anschließend in den Mund steckt und sie runterschluckt. Ihr wisst, dass das der Durchschlag war, ja? Anklage wegen Verrat, Verschwörung gegen die Stadt, Aufruhr in Kriegszeiten. Oh, ihr kommt hier nicht wieder raus. Und den Durchschlag, das Original, das werde ich auch schon aus euch rauskriegen. Warte kurz, ich muss das würfeln. Glück gehabt. Nun, selbstverständlich. Es sei denn natürlich, morgen packen euch die Eintreiber. Das wäre gar nicht gut, nicht wahr? Er sieht ein bisschen verunsichert aus. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Wir sind beide sicherlich tüchtige Geschäftsleute und ich bin bereit, eine gütliche Einigung hier zu erzeugen. Glaubt mir, ich mache euch ein sehr wohlfeiles und sehr einfach zu erfüllendes Angebot für die Scheine. Ich möchte ihn einschüchtern. Ja, würfel gerne mal. Er würfelt eine Selbstbeherrschungsprobe. Menschenkenntnis, irgendwie sowas. Menschenkenntnis. Ja, mit der 20 glaube ich nicht. Er sieht sehr verunsichert aus. Und was wollt ihr tun? Nun, wie gesagt, das Einzige, was ich von euch benötige, ist, dass ihr mich und meine Kameraden unsere Geschäfte in Ruhe durchziehen lasst. Und ihr könnt schon heute Abend eure Scheine in den Händen halten. Und oh, wem willst du sowas sagen? Bitte wie? Wem du etwas sagen willst, deinen Eintreibern. Ihr glaubt tatsächlich, dass ihr nicht schon längst wissen, wo ich bin und was ihr getan habt? Berg Monika, er blickt zu einer der Wachen. Du siehst, dass es wohl eine Frau ist und dass sie nicht so gekleidet ist in Eisenrüstung wie die anderen, sondern eher einen Magierrobe trägt? Silenzium. Und dann nach eigene Ängste.